Ich möchte heute zu Ihnen sprechen, weil ich Ihnen erklären möchte, was eigentlich das wichtige Thema dieser Europawahl ist, was aber von den etablierten Parteien ständig verschwiegen wird, was sie aus der politischen Diskussion auszublenden versuchen, weil sie wissen, dass sie in diesem Punkt die Mehrheit der Bevölkerung wohl kaum noch hinter sich haben. Das Entscheidende ist, meine Damen und Herren, bei dieser Europawahl, dass es eine Entscheidung zu treffen gilt zwischen der Vorstellung, dass sich die Europäische Union hinentwickelt zu einem Bundesstaat, zu etwas, was man eines Tages die Vereinigten Staaten von Europa nennen wird, einem Bundesstaat, in dem die jetzigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nur noch ungefähr die Rolle und die Freiheiten haben werden, die den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland oder den Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika heutzutage zuteil wird. Oder als zweites Element dieser Entscheidung, meine Damen und Herren, dass die Europäische Union das bleibt, was sie in der Vergangenheit gewesen ist. Nämlich ein Staatenbund bestehend aus freien, unabhängigen und souveränen Staaten. Und das ist die Vorstellung der Alternative für Deutschland. Meine Damen und Herren, es geht letzten Endes um die Rolle Deutschlands in Europa. Es geht um die Frage, welche Rolle Deutschland und mit Deutschland auch die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union künftig in der Europäischen Union spielen werden. Es geht um die Frage, ob immer mehr Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse im Zuge der Europäischen Union auf die Ebene der Europäischen Union verlagert werden sollen. Oder ob es nicht so sein sollte, dass bestimmte Dinge auch einfach ein für alle Mal auf der Ebene der Mitgliedstaaten verbleiben sollen, also die Entscheidungsfreiheit, die Regelungskompetenzen, die Entscheidungskompetenzen auf der Ebene der Mitgliedstaaten bleiben sollen, weil das dem Prinzip von Bürgernähe und dem Prinzip von Subsidiarität entspricht. Und meine Damen und Herren, wenn das die Entscheidung ist, wollen wir europäische Integration immer weiter forttreiben, bis hin zu einem europäischen Bundesstaat? Oder wollen wir die Entscheidungskompetenzen auch auf der mitgliedstaatlichen Ebene ernst nehmen? Wollen wir Deutschland und Italien und Frankreich und Großbritannien auch zukünftig in die Lage versetzen, Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen, im besten Sinne des Interesses ihrer Bevölkerungen zu treffen? Wenn das die Entscheidung ist, meine Damen und Herren, dann bin ich dafür, dass wir sehr viel von Kompetenzen, die wir in Deutschland haben, auch in Deutschland bewahren. Und aus diesem Grunde haben wir als Alternative für Deutschland den Wahlslogan gewählt: Mut zu Deutschland. Auch wir können Sachen gut.